Hello. Hello. Wie geht's? Mein Name ist Markus Rothkranz. Ich bin in Deutschland geboren, vor fast halbes Jahrhundert. Hier ist mein Pass. Da sind Leute, die fragen mich dauernd, bist du Deutsch? Ja, ich bin Deutsch. Aber wenn ich 4 Jahre alt war, bin ich von Deutschland ausgewandert. Und ich sage euch, warum im Moment. Und ich muss mich zuerst entschuldigen, weil mein Deutsch so komisch ist. Ich bin in der Nähe von Köln geboren, also habe ich so ein komisches Culture-Flat. Und ich habe für fast 50 Jahre kein Deutsch gesprochen. Also ich muss mich entschuldigen, wenn ich ein bisschen komisch spreche. Und es sind mehrere Wörter, die ich nicht denken kann. Also mein Freund Alex hier wird mir dann helfen, euch zu erklären, ich probiere zu. Also, wie viele Leute verstehen Englisch hier? Fast alle. Die Deutschen, ich bin sehr stolz auf euch. Ihr könnt mehr Englisch verstehen wie die meisten Amerikaner. Die sind so faul. Anyway, wenn ich geboren war, war ich mit einem schwaches Immunsystem geboren. Ich war fast am Sterben. Mein Vater hatte Pferde, ich war zu Pferde allergisch, meine Mutter hat mich Milch gegeben und Zucker und weißes Mehl, all das schlechte Zeug. Und ich war so krank. Und die mussten, und in Deutschland wenigstens zu der Zeit, waren der Pferdestall zu der Haus zusammen. Ein Stück. Und die mussten das Haus auseinander von den Stall haben, also sind die nach Kanada ausgewandert. Das war 1967. Das ist alles rückwärts mit Deutschland. Anyway. Und 4-mal seit dann bin ich fast gestorben. Wenn ich 27 war, und ich wünschte, ich hätte ein Bild, auf meiner Internetseite könnt ihr ein Bild sehen, von wie ich aussah. Wenn ich 27 war, da sah ich 50 aus. Und ich war am Sterben. Mein Herz war zusammengefallen, mein Leber war so total kaputt umgehen. Ich war am Bluten von allen Enden. Das ist sehr, sehr schlecht. Und ich hatte nicht viel mehr Zeit und ich musste irgendwas tun, um lebendig zu bleiben. Und keiner wusste zu der Zeit, was Gesundheit war. Also habe ich ein Buch gefunden von Norman Walker. Sehr einfaches Buch. Das basically stand drin, um Juicen zu machen und Enemas. Also sich auswaschen mit Wasser und dann nur Saft von Gemüse machen. Und für mich war das komisch zu der Zeit, aber das war auch interessant, also habe ich es probiert. Und ich habe dann für die letzten 20 Jahre habe ich alles probiert. Ich bin Vegetarier geworden, war immer noch krank. Und dann bin ich vegan, Veganer bin ich geworden, immer noch krank. Und der einzige Unterschied zwischen Vegetarier und Vegan ist, die nehmen kein Milch oder nichts von einem Tier, aber die essen immer noch Brot und Plätzchen und Kuchen und alles, was mit Mehl gemacht ist und ist immer noch gekocht und tot. Und ich habe alles, was in all die Supplements. Ja, alles, also Puder und Wundermittel, was in eine Flasche kommt, was viel Geld kostet. Ich habe $1,000 pro Monat spendiert, Shark Cartilage und all so ein Garbage. Der hat nichts geholfen. Also bin ich dann so, ich hatte nichts mehr, ich konnte nichts mehr denken, was ich tun. I gave up. Aufgegeben. Und dann habe ich einen Apfel gesehen und ein Stück Sellerie gesehen. Ja, ich weiß, dass das gut ist. Und dann bin ich dann in die Wüste gegangen. Ich lebe in Nevada, in Kalifornien. Und ich bin in die Wüste gegangen, wie in der Bibel, für 40 Tage. Ich bin nackt rumgerannt in der Wüste. Ich war am Stein am Legen und hatte die Sonne gesehen jeden Morgen, die Tiere, die im Rund. Ich bin eins geworden mit den Tieren und der Himmel und die Sonne und der Wind. Und dann bin ich wieder angefangen von null. Und ich habe nichts gegessen, nur Wasser getrunken. Und so fing der neue Anfang an für mich. Und ich bin so klar geworden. Und man konnte mich
anything fragen zu der Zeit, und ich konnte any Antwort der Welt zu euch geben zu der Zeit, in Englisch, nicht in Deutsch. Aber und so fing das an, dann bin ich so hier und dann bin ich nur, dann habe ich gedacht, zu der Zeit war das kein David Wolf, kein Rohkost, nichts, das waren nur ein paar Hippies zu der Zeit. Und ich bin angefangen mit, was ich hier hörte in mein Herz und nicht, was ich in meinen Kopf hörte. Der Kopf ist immer alles am kaputt machen. Der Kopf ist was wir im Gehirn haben, das ist nur von anderen Leuten. Und was wir im Herz hören, die stille Stimme, das kommt von der Wahrheit, von Gott. Von Gott, von